Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu My Time at Porsche und einer kleinen Überraschung, auf die ich gleich eingehen werde. Ja, aber erstmal gucken wir. Man hört es vielleicht immer, wenn ich eine Aufnahme beginne, dann, also die Aufnahme von so zwei, drei Folgen beginne, dann habe ich ganz gerne mal einen etwas raueren Hals. Lieber Bürger, das jährliche Porsche Landrennen findet diesen Freitag und Samstag statt. Wenn du interessiert bist, bereite bitte ein Reittier vor und registriere dich. Alles klar, und die Handelsgilde freut sich, dass wir... Das hatten wir noch nie. Gestern hast du bei der Inspektion der Produkte auf Fehler hervorragende Arbeit geleistet, genauso wie es ein Handwerker erster Klasse tun sollte. Wir danken dir hierfür. Hier ist ein kleines Dankeschön für deine Zeit. Das behalten wir natürlich alles. Vielen, vielen Dank. Dann nehmen wir hier noch unser Holz raus, das wir jetzt wieder geliefert bekommen. Ja, man sieht, wir bekommen wieder Holz, auch wegen den Aroma-Äpfeln für unser Pferdchen, das auch fleißig hier direkt hinpupst. Da werden aber vermutlich keine Samen mit rauskommen, weil... Wäre ein bisschen komisch. So, hier fehlen jetzt noch... Was genau fehlt hier noch? Viele, viele Bronzerohre. Und da hatte ich ja gesagt, hier nehme ich die dann einfach. Ja, die kleine Überraschung ist, dass mir die netten Leute von Porsche geschrieben haben. Also die... Um genau zu sein, haben sie mir mehrfach geschrieben und ich habe es am Anfang... Am Anfang habe ich es, um ehrlich zu sein, gar nicht drauf geantwortet, weil es darum ging, dass sie praktisch... gesagt hatten, hey, hast du es schon mitbekommen? Unser Spiel wird bald den Early Access verlassen. Und ich dachte mir so, ja, weiß ich ja schon. Und die nette Aufforderung, wenn du einen Key zu Promo-Zwecken brauchst, um zum Beispiel eine Review oder sowas zu machen, dann melde dich. Und ich dachte mir so, nö, habe ich ja schon, ne? Brauche ich ja nicht mehr, aber dankeschön. Und ich dachte, dann stehle ich mal den guten Leuten nicht ihre Zeit damit. Dann kam aber nochmal eine Nachricht und dann haben sie sich sogar die Mühe gemacht und haben das Ganze auf Deutsch geschrieben. Und dann dachte ich, ja, vielleicht wird es mal Zeit, ihnen mitzuteilen, dass das sehr lieb ist, aber dass es echt nicht nötig ist. Und ja, also dass ich es sehr zu schätzen weiß, ach, das können wir schon ernten, dass ich es sehr zu schätzen weiß, aber es tatsächlich nicht sein muss. Und dass ich da, ja, dass ich sowieso schon ganz oft von Porsche rede und davon schwärme und manchen Leuten, glaube ich, schon so ein bisschen das Ohr abkaue, wenn ich davon rede, wie toll es ist, mein Pferd jetzt zu haben und wie sehr ich mich auf mein buntes Lama freue und wie sehr ich doch Arlo mag und seine Stimme und ich, ja... Lange Rede, kurzer Sinn. Es kam eine weitere Nachricht, ja, dass sie sich freuen und hier halt hätte ich einen Key, um ihn zu verschenken. Und genau das möchte ich hier jetzt tun. Ich werde einen kleinen Giveaway für diesen Key unter diesem Video hier machen. Um mitzumachen, habe ich mir drei klitzekleine Regeln für euch überlegt. Die sind insofern wichtig, weil ich muss ja wissen, dass ihr mitmachen wollt. Deswegen, wenn ihr Interesse daran habt, diesen Key zu gewinnen, dann schreibt bitte ein... Moment mal, wie lange braucht ihr denn, um zu wachsen? 5 volle Tage. So viel Zeit haben wir gar nicht mehr, oder? Ach nee, wir haben ja... Der hat ja gerade erst angefangen. Ja, dann rein damit, ne? Schreibt bitte Hashtag Honigfuchs in die Kommentare. Dann weiß ich einfach, okay, ihr habt Interesse an diesem Key. Und das ist einfacher, als wenn ihr das ausformulieren müsst und irgendwie sagen müsst, ja, ich hätte den schon ganz gerne. Alle Jahreszeiten 3 Tage. Ich pflanze das mal an, weil es nur 3 Tage sind. Also ein Hashtag Honigfuchs bitte in die Kommentare, dann weiß ich, ja, du möchtest gerne mitmachen, du würdest gerne diesen Key gewinnen. Die zweite wichtige Regel wäre, ich muss dich erreichen können. Also wenn du mitmachst, ist das schön und gut, wenn ich aber keine Möglichkeit habe, dir hinterher den Key zuzuschicken, dann ist das nicht so dolle. Und deswegen bitte ich dich, wenn du mitmachen möchtest, sorg dafür, dass deine E-Mail-Adresse tatsächlich existent ist und du sie abrufen kannst. Ich werde bis zum, ich denke mal so bis zum 6. Ich werde am 7. vermutlich die ganzen Namen zusammenschreiben, werde sie mir auf Zettelchen notieren, werde sie in eine Box tun, werde den Namen rausziehen, der gewinnt. Und werde dann schauen, dass ich am 7. oder die nächsten Tage, ich gebe da keine festen Versprechungen, nicht, dass ich hinterher krank werde, die Welt untergeht, der PC stirbt oder sonst was. Aber gucken, dass ich die nächsten Tage danach dann eben tatsächlich... So, wir haben auch wieder Weidenkorb, Seil und riesiger Ballon. Werde dann eben gucken, dass ich die nächsten Tage... Ach, den haben wir auch schon. Das hatte ich ganz vergessen. Okay, dann können wir das installieren bei Gelegenheit. Dann werde ich gucken, dass wir eben die nächsten... werde ich gucken, dass ich dann die nächsten Tage diesen Gewinn rausschicke. Gut. Und die dritte Regel, das ist eigentlich keine Regel, aber ich mag die Zahl 3 lieber als die Zahl 2, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme eine dritte Regel dazu. Es wäre ganz, ganz lieb, wenn ihr mitmachen wollt, aber auch wenn nicht, wenn ihr mir einfach sagt, was euch an Porsche besonders gut gefällt. Bei mir war am Anfang tatsächlich der Grund, warum ich Porsche so toll fand,
das ist außer, also man kann auf kleinen bunten Lamas reiten. Das wollte ich gern haben. Fortgeschrittene Textilmaschine, das wäre verlockend. Ein riesiger Ballon, das wäre auch sehr verlockend. Und hartes Aluminium, das wäre nicht ganz so sehr verlockend. Also, zwei fortgeschrittene Textilmaschinen. Heilige, ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. Ich glaube, das dauert zu lang, aber wir könnten, glaube ich, den riesigen Ballon einfach nehmen. Ich nehme mal den riesigen Ballon an. Dann kann ich das direkt doch nochmal herstellen. Also, ich wiederhole das nochmal. Ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr gewinnen wollt, natürlich eine Möglichkeit haben, diesen Key zu bekommen. Also, das ist ein Steam-Key, der mir zugeschickt wurde. Ich habe da auch keinen Einfluss auf diesen Key. Der wurde mir, wie gesagt, geschickt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass mit dem alles in Ordnung ist. Aber ich kann... Ich habe ihn nicht irgendwo gekauft. Ich habe ihn von den Entwicklern bekommen. Das heißt, wenn dafür Beta-Testing oder sonst was dran steht, dann ich habe den nicht irgendwie einfach so erschnorrt und versucht, damit Gewinn zu machen. Nein, ich habe ihn bekommen. Ich soll damit jemandem eine Freude machen und genau das möchte ich gerne tun. Yuki, Zitterdach da nicht so, ne? Dann haben wir, Moment mal kurz, ein riesiger Ballon, Seil, Weidenkorb. Ich werde auch gleich noch andere Sachen machen, keine Sorge. So, was haben wir denn hier? Den Ballon kann ich herstellen. Wieso ist denn das da zweimal aufgeführt? Na gut, wir stellen ihn mal einmal her. Wir stellen einen Weidenkorb her. Und dann brauchen wir, glaube ich, noch Seile, nicht wahr? Ja, brauchen wir noch Seile, werden wir auch gleich herstellen können. Denn davon habe ich leider nicht mehr genug. Das macht aber nichts. Die mache ich jetzt einfach schnell. So, ich hätte gerne Seile. Stell doch mal her. Und hier auch bitte auch mal. Ein paar Seile. Sehr schön, dann haben wir mehr als genug Seile. Und dann werden wir auch gleich den Ballon installieren. Also das von Bürgermeister und auch... Ach, warte mal, sie wollte nur einen riesigen Ballon. Sie will ja gar nicht das Ding hier. Ja, ich bin doof. Jetzt habe ich das voll verpennt. Yuki, komm mal her, du Pferdchen. So. Dann bringen wir doch direkt noch... Hoppala. Ach nee, wir brauchen drei Heißluftballons. Ja, dann ist ja doch gut. Ein riesiger Ballon, den direkt mal zu... Alice? Müsste sie nicht hier irgendwo sein? Ach, da ist sie ja. Hoppala. So. Hello. Hallo, ich habe deinen Ballon. Nicht schlecht, hier ist dein Lohn. Danke, bitteschön. Ein Lesezeichen, da freue ich mich doch. So, dann reiten wir mal zurück. Ich habe ganz übersehen, dass wir drei Ballons brauchen. Dann bauen wir das doch einfach mal hier dreimal. Das geht dann schon. Dann ist auch gut, dass wir die... Moment. Wir haben jetzt einen Heißluftballon. Ich meine, macht eigentlich Sinn, dass man mehrere braucht. So, dann brauchen wir jetzt noch drei, nee, noch zwei riesige Ballons. Und noch einen Weidenkorb. Und ganz viele Seile einfach. So, das hier, das da. Dann machen wir das mal ganz schnell. Damit wir das heute fertig bekommen. So, einmal. Und nochmal fehlen nur noch die Seilchen. Die sind vermutlich noch nicht fertig. Ah, aber es sind schon genug fertig, dass wir schon ein bisschen was... Sehr schön, dass wir schon ein bisschen was hier beenden können. Nur den zweiten, das... Doch, das reicht sogar auch. So, dann haben wir hier Ballon Nummer 2. Und dann bauen wir doch gleich mal Heißluftballon Nummer 3. Weil wir es einfach können. So... Ach du, Seil habe ich jetzt gerade nicht. Jetzt habe ich mich verguckt. So, das. Weil das Seil auf Platz Nummer 6 war, dachte ich, wir hätten schon 6 Seile, aber das haben wir natürlich noch nicht. So, jetzt haben wir wieder 3 Seile. Der Rest kann wieder hergestellt werden. Das ist vollkommen okay. Seile da rein. Und den Ballon nehmen wir mit. Perfekt. Dann reiten wir jetzt mal ganz fix dahin, wo das installiert werden soll. Das war auch hier unten. Perfekt. Und hier würde noch fürs Bergbauunternehmen was fehlen. Da müssen wir mal gucken, wie ich das am besten dann mache. So. Danach können wir eigentlich unser Pferdchen wieder trainieren. Oder aber wir machen das über Nacht. Pferde. Oh, irgendwann will ich auch so viele haben. Und das ist eher da oben. Eher da... Wo ist es denn? Ist das eher auf der... Moment, da ist aber Mali. Dann rede ich mal ganz kurz mit Mali. Hey, Mali!
Die Leute sind von den fliegenden Schweinen immer beeindruckt. Ja, wir haben einige echt starke Leute in der Gilde. Aber wenn man einen Blick hinter den ganzen Ruhm wirft, sind wir nur ein paar Abenteurer, die den Spaß lieben. Okay, aber weiter darf ich mit ihr gar nichts machen. Das ist ein bisschen schade. Aber geht schon, geht schon. So, hier landen wir. Wenn wir mit dem Bus ankommen und hier können wir schon Dinge installieren. Na, Pferdchen? So, die Landeplattform wird installiert. Und jetzt natürlich Heißluftballons. Und ehrlich gesagt, ich mache davon auch gleich Bild, denn... Was ist denn der dritte? Da ist der dritte. Denn das sieht bestimmt unglaublich schick aus. Die Frage, ob unser Pferdchen... Ja, das kann ja eigentlich stehen bleiben. So. Oh, das ist super. Und die sind auch noch alle so schön unterschiedlich. So. Und eigentlich müsste ich aber das so machen. So. Da sind unsere Heißluftballons installiert. Wunderschön. Und der Pups von unserem Pferd ist noch ein bisschen im Bild. So, machen wir es doch einfach mal so. Wunderschön, würde ich sagen. Da haben wir Bildchen geschossen. Und das speichern wir natürlich. Das haben wir gut gemacht. Dann müssten wir jetzt eigentlich genau Gale Bescheid sagen können. Einmal hier die Markierung weg. Manage Map, was ist das denn? Ah, Construction Info, okay. Monster Icon, Friend Icon. Das mit den Monster Icons ist sehr, sehr interessant. Vermutlich Marienkäfer und hier die Illusionshäschen. Die Friend Icons, die finde ich sehr wichtig, denn das hat mir schon ein paar Mal, habe ich ja Arlo gesucht und habe ihn einfach nicht gefunden. Construction Info können wir mal weglassen, glaube ich. Die Monster-Icons würde ich erstmal lassen. Okay, lassen wir es erstmal so. So, dann werden wir jetzt... Da sind die Illusionshäschen. Und da unten irgendwo die Marie... Ja, Tatsache, da sind sie. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Das finde ich echt gut. Dann suchen wir mal Gale. So. Gale, das Aluminiumsgerüst, das müssen wir auch noch irgendwann... Gale ist, wo man ihn erwartet. Ah, nee, doch nicht, wo man ihn erwartet. Der ist hier. Oh, Sora, du bist wundervoll. Ich wusste, du kannst es schaffen. Wenn doch nur meine geliebte Frau noch bei uns wäre, um diesen Tag zu erleben. Wo wir gerade davon sprechen. Ich muss schon sagen, so eine Ballonfahrt wäre sicher eine unglaubliche Art, mit einem besonderen jemand etwas Zeit zu verbringen. Es wäre zumindest eine Überlegung wert. Ich kann dir gerade gar nicht genug für all deine harte Arbeit danken, obwohl ich zumindest etwas Kleines als Zeichen meiner Wertschätzung für dich habe. Vielen, vielen Dank. Geld, Erfahrungspunkte, Ansehen in der Stadt, das nehmen wir alles gerne. Und ich guck mal eben, wo Arlo ist, denn vielleicht könnte ich ja sogar mit Arlo... Wo ist Arlo? Ja, das jetzt ja... Ah, okay, Arlo ist oben bei der Ziviltruppe. Vielleicht könnte ich ja Arlo fragen, ob er mit uns nicht einfach eine kleine Ballonfahrt unternehmen möchte. Das wäre doch eigentlich ganz süß. Wie komme ich denn jetzt hier dahin, wo ich hin möchte? Eigentlich gar nicht, oder? So. Wir springen einfach fröhlich vor uns hin und jetzt bin ich genau wieder da, wo ich angefangen habe. Ich lasse das einfach mal so rum. Yugi findet schon den Weg. So. Ich bin sicher, Yugi kommt uns irgendwann hinterher. Da ist Yugi ja schon wieder und wir können hier weiter reiten. Das ist doch schön. Dann gehen wir hier hoch an Mai vorbei und suchen unseren lieben Arlo. Oh, Gott sei Dank bin ich nicht runtergesprungen versehentlich. So, Civil Corps. Irgendwo hier ist unser Arlo. Der ja eigentlich auch die Aufnahmeprüfung... Wie war das jetzt eigentlich mit der Aufnahmeprüfung? Hey, Arlo. Marley gehört zu den Besten der wundersamen fliegenden Schweine. Ich muss sie noch schlagen. Okay. Hättest du vielleicht Lust, morgen was mit mir zu unternehmen? Vielleicht an der, bei meiner Werkstatt. Von 14 bis 16 Uhr vielleicht. Okay. Da kommt er mit. Das ist doch schön. Darf ich nur nicht vergessen, aber ich glaube, das wird uns nicht passieren. Wir haben den Handelsauftrag für heute abgeschlossen. Ich könnte jetzt natürlich noch schöne Dinge tun. Das Schöne ist, mein Pferd ist, glaube ich, genauso ein Springensfeld wie ich und kann überall durch und nimmt Gott sei Dank keinen Fallschaden. Das wäre mein Albtraum, wenn sie Fallschaden ins Spiel bringen. Das wäre furchtbar. Ich müsste mir diese ganze schlechte Angewohnheit wieder abgewöhnen. So, und es wird schon wieder Abend. Warum wird es denn schon wieder Abend? Das kann ich ja gar nicht so gut heißen. Na dann, komm mal her, mein Pferdchen. Ich würde gerne... Was legen wir da? Oh, wir können ihm Honig verfüttern. Ja, dann. Na da.
Und wir können es natürlich trainieren. Hunger ist Loyalität, ja, Geschwindigkeit, Durchhaltevermögen, Einsatz von Durchhaltevermögen, Sprung, Sprint, Durchhaltevermögen. Können wir eigentlich alles nach und nach trainieren? Vielleicht erstmal hier der Einsatz von Durchhaltevermögen beim Sprung, das vielleicht. Ja, das lassen wir erstmal so dann trainieren. Dann kann ich hier wieder die Sachen einsetzen, die eigentlich unsere Liebe... Ich habe ihren Namen vergessen. Aber ihr wisst schon, dass... Nee, nicht das Lara-Modell, da fehlen uns definitiv noch Dinge. Nämlich fehlt mir immer noch ein rostiges Eisenrohr. Das ärgert mich ein bisschen. Aber wir können das Aluminium-Legierungsgerüst und den... Und am Schluss brauchen wir noch ein Förderband, ein Getriebe. Aber erstmal fangen wir damit natürlich an. Dafür brauchte ich Zement, Eisenholzdielen, Aluminiumplatten. Ich glaube, die Eisenholzdielen habe ich mir vorhin schon gemacht. Ah, fast. Nicht alle, die wir brauchen. Aber inzwischen sollten alle fertig sein. So, dann fügen wir die doch mal direkt dazu. Aluminiumlegierungsgerüst. Boah, da brauchen wir zwei sogar davon. Aluminiumplatten und hartes Aluminium. Habe ich hier nicht hartes Aluminium hergestellt? Genau. Dann können wir das hier noch, ne? Hartes Aluminium einfügen. Den Zement brauche ich auch gleich noch. Was brauchen wir noch? Aluminiumplatten. Da wusste ich noch nicht ganz genau, wo ich die am besten herstelle. Aluminiumplatten. Habe ich davon vielleicht... Geht's euch gut? Euch geht's gut. Habe ich davon vielleicht sogar schon was? Hier zumindest nicht. Ich muss gleich auch unbedingt noch mein Edelalu. Ja, nein. Davon habe ich hinten und vorne noch nicht genug. Aber Zement. Kann es sein, dass ich schon mal Zement hergestellt habe? Nö. Und wenn ja, dann hier. Kann es sein, dass es hier drin ist? Ja, das hartes Aluminium und hier die Aluminiumplatten. Reicht es denn aus mit denen? Ja, die 5 Aluminiumplatten reichen tatsächlich. So, dann brauchen wir jetzt nur noch Zement. Und das konnte tatsächlich sein, dass mir Zement irgendwie gefehlt hat. Ich habe das andere noch nicht hergestellt, wie es aussieht. Also nicht, dass ich hinterher eins zu viel habe und dann hoffen muss, dass wir irgendwann Verwendung dafür finden. So, dann muss ich jetzt mal Zement machen lassen. Schadet sicher auch nicht, wenn ich davon... Das ist das Falsche. Der Mixer muss es sein. Wieso habe ich denn kein Zement hergestellt? Ah, richtig, weil mir die Zeolite gefehlt haben. Nicht Zellulite, sondern Zeolite. Stimmt, das war das Bäumchen, das ich da hinten angepflanzt habe. Eines davon war mein Zeolitbaum, der aber erst in 2 Wochen soweit sein wird. Oh je, das wird noch dauern. Aber stimmt, stimmt, da war ja was. Da konnte ich ja nicht weitermachen. Und ich habe mich gerade eben schon gefragt, wieso ich denn hier nicht einfach mehr gemacht habe. Na gut, jetzt weiß ich's ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir heute früh in die Falle. Davon brauche ich auch noch ein paar. Die kann ich dann eigentlich mitnehmen. Oder wir lassen sie einfach hier, ist auch egal. Das Holz kommt. Ich weiß gar nicht, wo wir das jetzt hin tun sollen. Vielleicht in unser Kistchen hier daneben. Hatte ich hier nicht irgendwo eine Kiste, wo Futter und sowas drin war? Und Holz, genau. Dann können wir da die Äpfel reintun. Ja, noch ein bisschen Honig, davon haben wir auch schon so viel. Und ein bisschen Holz natürlich. Sortieren wir das einmal so. Und den Rest können wir dann drin. Ich hätte heute wieder Baumwolle und alles kaufen sollen, aber das ist ja egal. Dann würde ich mal sagen, gehen wir heute früh zu Bett, denn wir haben sonst nichts mehr zu tun. Und das kann ich fast wieder... Ich weiß auch nicht. Da fehlt noch eine von den Aluminiumplatten. Holz fehlt noch ein bisschen. Ja, wir müssen auf jeden Fall wieder so ein Rohr suchen. Nehmen wir einfach ein paar Sachen mit. Dann sind die Rohre hier fertig. Da stellen wir gerade nichts her. So, das meiste wird hier vorne reinkommen. Wie die Bronzerohre. Wie, was ist das? Holzbrett einfach. Das habe ich festgestellt, das habe ich auch in einem Haus. Deswegen würde ich das jetzt tatsächlich mal gerne so anordnen und das andere ins Haus tun. Jetzt legen wir den Rest weg und dann machen wir eben heute mal Frühschluss, damit die Folge auch nicht 100 Stunden lang wird. Ich erinnere euch aber nochmal kurz daran, wenn ihr mitmachen wollt, Hashtag Honigfuchs in die Kommentare bitte, damit ich weiß, dass ihr interessiert seid. Ich habe mir das lange überlegt und dachte mir so erst, ja, irgendwie bitte schreiben, dass ihr Interesse habt. Und dann dachte ich mir so, ja, das irgendwie schreiben, dass ihr Interesse habt.
Das könnte aber auch der eine so interpretieren und der andere so. Und wenn ich da nicht sicher bin, nicht, dass ich dann jemanden nicht mit rein in den Lostopf schmeiße, nur weil er für mich praktisch nicht offensichtlich genug gesagt hat, dass er mitmachen möchte. Das wäre so doof. Deswegen dachte ich mir, ist das Sinnvollste, wenn ich sage, schreibt es ganz direkt rein, schreibt es sehr, sehr deutlich rein. Dann sind wir uns einig und ich muss auch nicht lang suchen. Ich kann einfach sagen, okay, so beim Drüberscannen, okay, das. Und dann ist das alles gar kein Problem, denke ich. So, ich gucke mal, ob ich den Roboter irgendwo aufstelle. Und 19 Verteidigungen sind ja schon mal nicht schlecht. Vielleicht hier hinten irgendwo neben den Stuhl, wo ich sowieso nichts... Ja, guck mal, da ist jetzt ein süßer Kleiner, der den Ding anguckt. Das, ja, vielleicht nicht so, ne? So, könnte ich dich vielleicht drehen irgendwie? Geht das? Ja. So, steht der hier. Unser Haus ist sowieso total überfüllt. Dann können wir jetzt Honig und sowas wegtun. Das ist der königliche Honig, den mag unser Pferdchen tatsächlich nicht. Hier die Baum... Kommt gar nicht hier rein, fällt mir gerade so ein. Die Baumwolle kommt hier hinten rein, genauso wie der Pups. So und so. Die Trommel wollte ich, glaube ich, verkaufen. Dann kommen jetzt noch schnell diese Energiesteine weg. Und wir legen uns, wie gesagt, einfach mal schlafen und gucken, was der nächste Tag so Schönes für uns bringt. Ich hoffe, ich habe keinen Geburtstag oder irgendwas vergessen. Ich habe nicht auf den Kalender geschaut. Auf jeden Fall bringt dieser Tag ein... Ja, ich kann jetzt mit dem Luftballon fliegen. Mal gucken, ob wir das nicht mit Arlo machen können. Das wäre doch irgendwie toll. Ich weiß aber nicht, ob unser Freundschaftslevel dafür schon ausreicht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Es könnte durchaus sein... Was ist das? Von Mali? Hey Handwerker, ich brauche schon wieder deine Hilfe. In den Ruinen auf dem westlichen Plateau gibt es einen Durchgang, den ich einfach nicht öffnen kann. Ich denke, dass das mit einigen kaputten Motoren zusammenhängt. Kannst du mir ein paar Motoren bringen? Bitte nimm auch einige Heilgegenstände und Waffen mit. Die Ruine steckt voller Gefahren. Mali. Natürlich, das machen wir doch. Zwei verbesserte Motoren und wir sollen... Ich würde das aber nicht jetzt, denn ich habe Angst, dass wir hinterher sonst nicht mit Arlo unser Date haben können. So, wir haben Kartoffelfruchtsamen. Dann würde ich die doch mal direkt wieder anpflanzen, um ehrlich zu sein. Das dauert 3 Tage. Ja, das geht schnell. Das geht ja fix. Dann bauen wir die hier direkt wieder an. So. Und dann gucken wir mal, braucht wieder irgendwas... Einige Sachen könnten gedüngt werden, müssen jetzt aber nicht unbedingt. Gut. So. Verbesserte Motoren. Mehr brauchen wir da tatsächlich nicht. Ich guck mal eben schnell auf unseren Kalender. Aber heute ist tatsächlich nur Spiel mit Arlo. Dann hat hier Mai Geburtstag und dann ist schon das Landrennen, das ich letztes Mal so unglaublich in Sand gesetzt habe. Weil ich einfach den Anfang nicht gefunden habe und nicht wusste, man mitmacht. Und aber hey, dafür werden sie ja jedes Jahr wiederholt. Das ist ja nicht dieses Problem. Ich leere schnell unser Inventar und dann schaue ich, was wir heute für eine schöne Aufgabe uns rauspicken können. So, hier brauchen wir die Kokons. Und das. Und die Kartoffeln kommen natürlich hier hinten rein. So. Und los geht's. Wir können gleich mit Yuki losreiten. Ich weiß gar nicht, wie ich Yukis Loyalität steigern kann. Ich weiß nicht, ob das durch Trainieren geht, durch leckeres Futter. Gucken wir doch mal, dass wir da wieder ein bisschen... Komm, Honig rein. So, Pferdchen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich hier gucken im Stall. Loyalität ist bei 22. Ist jetzt nicht so hoch, aber das sehen wir dann mal, wie wir das irgendwann steigern. Ich muss einfach mal darauf achten, wenn ich viel mit ihm reite, wenn ich es trainiere, was genau da einen positiven Einfluss drauf hat. Na, Higgins hat... Ja, nein, ich passe nicht auf. Geh weg. Weißt du doch, ich mag dich nicht, ich passe nicht bei dir auf. Dich remple ich absichtlich an. So, wir hätten einen B-Auftrag. Eisenpfannen. Ja, das ist ganz nett, bringt aber nicht viel. 3 Holzsäulen, das würde gehen. Das würde sogar gut gehen. Und ein Kaiser... Blaumakrele. Okay, da weiß ich nicht, wo es ging, aber wir können 3 Holzsäulen. Die können wir auf jeden Fall abgeben. Es kann sein, dass ich die nicht herstellen kann, dass wir dafür erst Holz brauchen. Aber das wäre ja nicht so schlimm. Von 14 bis 16 Uhr mit Arlo und das mit Mali machen wir einfach am nächsten Tag. Ich darf nur nicht vergessen, dass wir 3 Holzsäulen brauchen. Das heißt, nur fast brauche ich sehr viel Pappelholz. Pferdchen. Also was? Ich streiche dich einfach mal wieder. Hier. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Hier. Ich wollte dich... mal wieder streicheln. Ich wünschte, wir könnten hier noch ein bisschen was mehr machen, aber hier, es glitscht fröhlich durch die
Es ist ein magisches Pferd. Es ist ein magisches Pferd und das stört ihn gar nicht, wenn wir da irgendwas haben. Okay, Holzsäulen. Es ist ein magisches Pferd, sage ich ja. Ja, bitte alles einmal bestätigen und das legen wir hier direkt in die Kiste rein. So, und hier die 5. Da können wir es eigentlich so hinlegen. 6. So, dann können wir die 5 hier eigentlich auch mitnehmen. Und hier oben ist, was wir brauchen. Hier unten ist, was wir haben. Okay, Holzsäulen. Wo haben wir sie denn? Die waren ein bisschen weiter vorne. Holzsäulen, Holzsäulen, Holzsäulen. Kann es sein, dass die... Das waren ganz normale Sachen, oder? Das war gar nichts, was wir hier dran herstellen müssen. Holzsäulen. Und wir können sogar 5 Stück davon herstellen. Ja, dann. Bitteschön. Haben wir das ja schon geschafft? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so schnell geht. Und die kommen hier rein. Dann würde ich jetzt sagen, wir haben bis 14 Uhr noch ein bisschen Zeit. Dann können wir doch direkt mal den Handelsauftrag abgeben. Bei Merlin. Bunte Lamas, wunderschön. Ich glaube, die werden uns tatsächlich immer nur angezeigt, wenn wir in der Nähe sind. Das ist ganz praktisch. Es wäre furchtbar, wenn so die ganze Worldmap hinterher mit allem voll wäre. So. Auf ins Forschungszentrum für ein bisschen. Für ein paar Holzsäulen. Da ist Petra. Wo ist Merlin? Merlin? Die war doch hier. Die war doch hier. Moment, was steht bei Mission? Ja. Okay. Ist Merlin etwa schon draußen? Das ist jetzt aber ungünstig. Egal, wir finden sie. Die kann uns nicht entkommen. Wir kriegen die schon. Merlin ist... Ist Merlin im Museum? Kann das sein? Das sieht eher danach aus, ne? Liebste Merlin, bist du hier irgendwo? Ja, das Pfeilchen sieht danach... Ah, da ist sie. Hallo! Ich hab da was für dich. Vielen Dank. Jetzt können wir weiterforschen. Bitteschön, bitteschön. Wir bekommen ein bisschen Geld. Wir bekommen ein bisschen Ansehen. Wir bekommen ein bisschen Beziehung. Das ist alles wunderbar. Dann gehen wir jetzt raus. 2 Wochen können wir leider erst das mit den Zeoliten machen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber Yuki, da ist Yuki. Wir haben immer noch ein wenig Zeit. Das heißt, ich könnte streng genommen... Ich wollte heute eigentlich... Was wollte ich denn heute machen? Achso, ich habe gedacht, ich muss Pappelholz sammeln, aber das muss ich ja gar nicht. Okay, ich würde gerne was ausprobieren. Wenn ich mein Pferdchen fleißig streichle, geht dann die Beziehung hoch, die Loyalität? Ist Streicheln das Geheimnis zu einem loyalen Pferd? Nehmen wir es einfach streicheln, bis es kein Fell mehr hat. Nehmen wir es ganz liebevoll entfellen. So. Gucken wir einmal hier kurz in den Stall. Ja. Streicheln scheint Loyalität zu steigern. Wir können es eben nur nicht ständig durchrubbeln. Wir müssen ein bisschen geduldig sein mit. Okay. Ich könnte jetzt noch mit unserem Pferdchen rüberreiten. Wir könnten noch einkaufen gehen. Das war es nämlich, was ich immer wieder machen wollte und ständig wieder vergesse. Unten Metalle, Erze kaufen, all solche Dinge und vor allem Baumwolle auch. So, ich würde gerne... 10-mal Baumwolle kaufen. Und wir haben neue Sachen. Wir haben tatsächlich neue Level 35. Was wir jetzt gerade haben, ist Level 28. Oh, da brauchen wir diesen guten Stoff für 60 Mal. Ich würde mal sagen, da muss ein bisschen... Da müssen dann ein paar Baumwolllamas dran glauben. Ich weiß gar nicht, ob ich den herstellen kann selbst. Schon 100. So. So. Das vielleicht alles nicht, wobei das könnten wir auch mal kaufen und... Ich glaube übrigens, ich vergrößere dann jetzt auch meinen Werkstattbereich, damit wir hoffentlich in Bälde... Ja, wir haben ja 14 bis 18 Uhr, bis 16 Uhr gesagt. Damit wir dann eben auch in der Sockpferdchen... Bleib hier mal. Warte mal hier. Bleib hier. Schönes Pferd. Feines Pferd. Da hinten irgendwo versteckt sich ein Schild. Das Schild ist... Da ist das Schild. So, und mit gerade mal 90.000 Golds, ja, also Münzen, haben wir unseren Werkstattbereich vergrößert und ich hacke hier natürlich mal die Bäume ab, denn die stören mich ein bisschen in meiner Werkstatt.
Das heißt jetzt zwar auch, ich habe erstmal kein Geld mehr, dass wir unser Häuschen vergrößern könnten, aber immerhin müsste jetzt mit dem Platz vielleicht tatsächlich es ausreichend sein, dass wir dann irgendwann unser Haus nicht treten, sondern hacken. Das Ding ist ja, ohne ausreichend Platz können wir unser Haus nicht weiter vergrößern. Und das war immer das Problem. Wir konnten das Haus zwar hübsch angucken und in der Vorschau schon mal sehen, aber egal, wie ich es hin und her geschoben habe, es ist nie... War das schon? Warte, wo ist denn der nächste Vergrößerungsbereich? Da hinten. Einfach mal neugierig sein, wie viel es jetzt kosten würde. 144. Ja, so viel habe ich jetzt nicht mehr. Knapp ein bisschen weniger, was wir jetzt haben. Aber dann können wir das hier machen. Wir könnten das hier alles verschieben. Das hier alles verschieben. Da könnte ich hier gucken. Es gibt, glaube ich, nochmal etwas, was eine Nummer größer nochmal ist. Und wenn wir das dann gemacht haben, könnten wir tatsächlich vermutlich schauen, dass wir ein größeres Haus uns besorgen. Oh, da ist Alo schon. Ich würde eine Sache noch gerne machen. Das ist Alo ein Geschenk mitnehmen. Das würde ich tatsächlich ganz gerne, denn ich weiß ja, wir haben noch so einen scharfen... so scharfe Spaghetti. So. Tun wir erstmal die Sachen hier hoch und das auch und die Spaghetti hier runter. Und jetzt gehen wir zu unserem Alo. So. Mein lieber Alo. Hallo. Hey. Oh, er hat gerade hey gesagt. Ich habe leider ein bisschen drüber gequatscht. Die Zeit vergeht. Es ist schon Herbst. Am letzten Tag im Herbst findet die Prüfung für die wundersamen fliegenden Schweine statt. Je näher der Tag kommt, umso nervöser werde ich. Ich muss es schaffen. Okay, dann beginnen wir doch mal unser Spielen. Hast du zu irgendwas Bestimmtem Lust? Ich komme einfach mit. Das ist supi. Dann lass uns mal kurz mein Pferdchen holen. So, und er reitet mit uns. Oh, ist das nicht schön. Warte mal, ich muss mich mal irgendwo schön mit ihm hinstellen, wo man das sieht. Ist das nicht zuckersüß? Wir reiten mit unserem... Kann ich eigentlich hier auch ein Foto machen, sag mal? Oh, schade. Der aktuelle Ort ist nicht geeignet. Aber wir gucken mal, ob wir nicht eine wunderschöne Ballonfahrt mit unserem Alo machen können. Das würde mich total freuen, wenn das geht. So, runter damit. Sollen wir mit dem Heißluftballon fahren? Ja, bitte. Bitte wähle einen Weg zur Baumschule nach Porsche selbst und auf einen ödlang westlichen Plateau. Ich sag mal zum westlichen Plateau. Riding the... Okay, 60, 3 Stunden. Ja, das machen wir. Oh, ist das nicht schön? Kann ich hier... Ja, hier können wir tatsächlich, Oh Gott, ist das toll. Okay, Moment mal. Wir können tatsächlich die Haltung auch ändern hier. Das ist doch süß. Das ist doch irgendwie niedlich. So, dann machen wir das hier mal so. Und das wird unser wunderschönes, Bild, das wir machen. Sehr schön. Das speichern wir natürlich auch. Perfekt. 3 Stunden lang fahren wir hier. Ich kann leider in der Zeit, glaube ich, nicht mit ihm interagieren. Oh, das ist wahnsinnig schön hier. Oh, seht euch das an. Ich bin sehr froh, dass wir das mit der Ballonfahrt gemacht haben und jetzt direkt ausprobiert haben. Das ist echt schön. Oh, ist das lieb. Und dass man das halt selbst bestimmen kann. Das heißt, wir können es öfter mal machen und dann immer halt eine andere Strecke aussuchen. Über Porsche schweben, über die Wüste. Das wird toll. Und vielleicht, wenn wir neue Gebiete erschließen, vielleicht werden die dann ja auch verfügbar. Wer weiß, wir sind ja auf jeden Fall bei den WoW-Werken. Oder WoW-Werken. Oh, es ist so schön. Oh, gebt euch das mal. Ich muss einfach. So, ich würde gerne diese schöne Haltung hier. So. Da sind wir, wie wir. Da sind wir, wie wir. Ballon fahren. Sehr, sehr schön. Ich frage mich, ob wenn ich mich so hinstellen würde, ob es dann eventuell in die andere... Ich will das mal ausprobieren. Ich mache nicht nochmal ein Foto, aber... Nee, okay, okay. Es ist fix, in welche Richtung wir uns drehen. Das war alles, was ich ausprobieren wollte. Oh, ist das schön. 3 Stunden lang fahren wir jetzt mit Alu hin. Das heißt, es ist gleich... Ja, eigentlich schon nach unserer Verabredungszeit, aber ich hoffe, ich kann trotzdem noch was Schönes mit ihm machen. Nochmal essen gehen, vielleicht nochmal ein bisschen was spielen. Aber ich bereue nichts. Oh, ist das einfach schön. Was? Da kam mir gerade die nette Update-Meldung von Windows dazwischen. Dankeschön. Falls man die jetzt gerade gesehen hat, tut mir das super leid. Die schiebt sich immer so unangemeldet in die Mitte des Bildschirms. Und ich habe leider vorher nicht drauf geachtet, ob da ein Update kam oder nicht. Oh, ist das...
Guck mal, da hinten sieht man Porsche. Ist das nicht schön? Okay, ich muss. Das tut mir echt leid, aber ich muss das. Es ist voll. Ich guck total in die falsche Richtung, Jungs. Kinders. Nee, ich will. Ich möchte hier einfach so eine schöne Luftaufnahme von Porsche machen. Das werde ich ganz gerne. Ist das nicht schön? Ich weiß, ich bin voll der Touri. Ah, ich hoffe, man hat das eben nicht gesehen. Das hat sich nämlich kurz, wie gesagt. Ich glaube, aber das Spiel ist nicht stehen geblieben. Ich hoffe es zumindest. Ganz furchtbar, sowas. Das ist so eine Unart, die ich Windows gerne abgewöhnen würde. Das ist nicht mich mitten. Das ist einfach mich nur fragt, wenn ich den PC tatsächlich runterfahre oder neu starte und nicht einfach so random. Ich glaube, weil wir zu so einer schönen Uhrzeit hier unterwegs sind, sehen wir hier gerade wunderschön den Sonnenuntergang. Denn wir streben, glaube ich, gerade wieder den Landeplatz an. Oder steuern den Landeplatz wieder an. Nach und nach. Ja, da waren wir. Perfekt. Ja dann, lieber Arlo, wo ist denn mein Pferd? Da ist Yuki. Wir gehen jetzt natürlich noch was essen. So eine Ballonfahrt macht ja hungrig. Und wir haben gerade einen wunderschönen Sonnenuntergang gesehen. Einfach, weil wir so eine tolle Zeit gewählt haben. Die muss ich mir merken. 14 bis 16 Uhr kommt extrem gut, wenn man Ballon fahren will. Da hat man Sonnenlicht und dann am Schluss natürlich das wunderschöne... Liebster Arlo, komm, lass uns mal was essen gehen. Du hast bestimmt auch Hunger. So, erstmal essen, danach können wir gucken, was wir noch machen. So. Von dem Duft hier drin läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Sollen wir etwas bestellen? Ja, klar doch. So, was mache ich denn jetzt? Wir reden erstmal ein bisschen über das Lieblingsessen. Ich mag Spaghetti mit scharfer Soße. Die sind so scharf und unwiderstehlich. Und vielleicht nochmal was Lieblingsessen plaudern? Wenn es nicht scharf und würzig ist, esse ich es nicht. Okay. Wie wäre es mit, beschenken wir ihn erstmal. Guck mal, was ich da für dich habe. Ich hätte da Spaghetti mit scharfer Soße. Danke, sieht echt besonders aus. Wir haben ja gerade gehört, dass er das mag. Und wir könnten bestellen, denn wir haben ja nur noch 3 Punkte. Ich lade dich ein. Was hättest du gerne? Ich hätte gerne scharfes Essen. Danke. Okay, dann würde ich doch mal sagen, scharfer... Dann mal den Feuerfruchtmix als Vorspeise. Alles, was scharf ist. Gebratener Reis, Nudeln, Hackfleisch, selbstgebackenes Brot, Meeressuppe. Sehr scharfe Spaghetti. Wie wär's damit? Ich hoffe, die mag er. Ich hoffe es wirklich, dass er sie sehr scharf mag. Scharfe Fischsuppe. Alles, was scharf ist, bekommt er, ne? Scharf-saure Kartoffeln, die kriegt er natürlich auch. Alles, was scharf ist. Und hier Ei, Kiefern, Eitart, Kiefernhahn, zweifarige Pudding, knusprige Pfannkuchen, Apfeltorte, wenn nicht gepufftes Eis. Dann machen wir doch mal Schwarzwälder Kirschtorte. Oder sollen wir ihm zweifarbigen Pudding? Oder buntes Eis. Ach komm, machen wir buntes Eis. Das sieht irgendwie sehr gut aus. Und hier bekommt er einfach eine leckeren, vielleicht den Fruchtmix Hisei, oder? So. Jawohl. Ich bin sehr zufrieden mit all diesen Gerichten. Das freut mich sehr. So, was mache ich jetzt? Wir haben einen Punkt wiederbekommen, dann fragen wir nochmal nach der Arbeit. Arbeitest du unter besonderem Druck, so als Anführer der Ziviltruppe? The more responsibilities you have, the more pressure you've got, of course. But that pressure gives me the strength to keep progressing higher and higher. Oh, ist das nicht schön erredet? Perfekt. Wir haben leider keine Punkte mehr. Wir können nur noch gehen und das Date beenden. Leider. Das war cool. Vielen Dank für die tolle Verabredung. Wir sehen uns. Yay! 25 Punkte dazu gewonnen. Yay! Das heißt, wir haben jetzt... Ich gucke da einfach mal ganz kurz hin bei unserem Soziales-Tab. Hier, wir sind schon... Da, guck an. Wir sind mit Arlo besser befreundet als mit Emily. Das ist schon mal eine Leistung. Denn Emily ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schnell mit uns befreundet gewesen. Beim Rest sieht's teilweise noch so ein bisschen mau aus. Da sind teilweise nur Kollegen. Ja, Fremde. Oh, das ist nicht gut. Aber das kriegen wir schon irgendwie noch hin. Dana ist auch nur eine Fremde. QQ, Widersacher. Wieso ein Widersacher? Warum Widersacher? Ich glaube, wir müssen uns bei QQ... Ja. Higgins ist eine Ausnahme. Aber ich glaube irgendwie, wir müssen uns mal bei QQ und Scraps ein bisschen beliebter machen. Aber nicht mehr heute. Außer ich sehe QQ und Scraps heute noch. Bei Scraps würde ich das vermutlich schaffen, indem ich einfach mal Hundefutter mache. Hey, Arlo. Okay, das hatten wir aber schon. Gut. Dann gehen wir einfach mal. Haben wir irgendwo Scraps vielleicht? Na komm, Yuki. Wir suchen das Hündchen.
Da ist Scraps. Hey, Scraps! Wow, wow, so? Das war lustig gerade. Okay, da ist Sam und da ist die Kirche des Lichts. Okay, aber wir gehen erstmal wieder. Ach, wisst ihr was? Hier. Ich wollte ja gucken, ob wir dieses besondere... Ob wir von diesem besonderen Stoff vielleicht im Ansatz genug haben. Das machen wir jetzt noch schnell. Und morgen würde ich dann gerne hier die Sachen umstellen, damit wir dann tatsächlich... So. Damit wir dann vielleicht tatsächlich... Konntet ihr hier nicht eine Platte herstellen? Mal hier ganz kurz. Ich brauche ja noch eine Aluminiumplatte. Genau, dann lassen wir doch hier einfach mal 10 Aluminiumplatten noch mehr herstellen. 10, sehr schön. Und wir trainieren unser... Wie geht's dir eigentlich? Nein, das wollte ich gar nicht. Wie geht's dir eigentlich mit dem Pferdchen? Interagieren kann ich mit dir heute nicht mehr. Okay. Was haben wir denn hier? Wir können in den Stall gucken. Ja, ich glaube, das ist wieder ein bisschen runtergegangen, oder? Aber wir können es über Nacht trainieren lassen. Vielleicht das Durchhaltevermögen. Denn es ist morgen gegen... Ja, nicht gegen 10, ein bisschen früher schon. Warte mal, ihr hattet Hunger. Ja, da habe ich richtig gesehen, ihr hattet Hunger. Dann füttern wir noch schnell unsere Fischchen und dann werden wir einfach schlafen gehen. Umräumen, mal gucken, ob ich das nicht vielleicht erst morgen mache. So wie immer packen wir einfach 50 rein. So, dann sind die Fische für ein paar Tage versorgt. Ein bisschen überfüttern schadet ja nicht. Ja, oh Gott. Ich glaube, bei echten Fischen wäre ich sehr, sehr, sehr viel vorsichtiger, dass ich die armen Tierchen nicht überfüttere. Aber hier ist es halt rein da. Passt schon. Okay, wir haben hier das. Ich bräuchte noch 5 von diesen Dielen. Und wir haben noch genau 5. Das gefällt mir jetzt nicht ganz so sehr. Ich glaube, ich lasse da noch welche herstellen. Damit wir hinterher nicht komplett ohne dastehen. Ich kann keine Eisen... Ach, weil mir Schleim fehlt. Okay. Ja gut, wir gehen erstmal rein, räumen die Sachen weg. Ich gucke nach dem Stoff. Das wäre vielleicht noch so das Letzte, was wir machen könnten. Schnell gucken, wie viel Stoff wir davon haben. Aber erstmal hier kurz Holz und Metalle rein. Das sind Dielen. Die dürfen hier gar nicht rein. Sollen hier nicht rein. So, dann haben wir hier die normalen Drops, wie die Früchtchen, das Harz. Und das war's auch schon. Dann kommen die tierischen Drops, und zwar erstmal die normalen, wie das Fell, das Fleisch, das zerrupfte Zeug. Das hier kamen die Knochen. Das hier kam aber noch ins erste rein, die Fäden. Und jetzt kommt die große Wahrheit. Wie viele haben wir davon? Oh, wir haben sogar genug. Ja, perfekt. Dann können wir uns morgen was Schönes kaufen. Das würde draußen hingehören. So. Das hier rein und das da rein. Die Trommel würde ich dann tatsächlich gerne endlich verkaufen. Ich lege noch schnell das Brettchen weg draußen. Die stören mich hier drin so ein bisschen. Und dann gucken wir einfach mal. Dann kaufen wir uns morgen diese Arbeitsklamotten. Ist ja auch ganz schön. Kann ich mit Mali nochmal plaudern? Hey du. Oh, Kumpel. Du willst doch nicht auch noch den fliegenden Schwein beitreten, oder? Nee, jetzt gerade nicht. Aber morgen bringen wir auf jeden Fall 2 verbesserte Motoren auch noch mit. Sind die hier drin? Die sind hier drin. Und wir sollen Buff-Food und sowas mitbringen. Ist es? Oh, Moment. Da kann ich jetzt nicht vorbei. Moment, das muss sein. Das muss ich noch schnell ernten. Das kann ja nicht sein, dass wir hier so viele Schichten Karotten. Das ist ja supi. Dann würde ich da heute noch schnell neu anpflanzen und dann vielleicht morgen erst düngen. Und dann bringen wir, wie gesagt, Mali auf jeden Fall... Auf jeden Fall die Sachen. Ich pflanze jetzt direkt mal das an, was wir hier noch haben. So. Das ist alles nicht ganz so anspruchsvoll. Das sollte bis zum nächsten Tag durchhalten, alles. 3, 4 und 5. Und dann haben wir jetzt nochmal 3 Spots, wo wir was anderes anpflanzen können. Wie wäre es zum Beispiel mit Frühling und Sommer? Das ist nicht geeignet, oder? Ich weiß gar nicht, welche Jahreszeit wir gerade haben. Bäume, Sommer. Wir könnten nochmal die Kartoffel anpflanzen und dann vielleicht ein bisschen Baumwolle. Frühling, Sommer, Herbst. Ja, die können wir nur jetzt nicht anpflanzen. Dann lass uns doch so ein Kartoffelchen anpflanzen und ein bisschen Baumwolle. So. Da war es das auch schon. Du bist noch nicht fertig. Nein, du bist noch nicht fertig. Gut.
Jetzt gehen wir aber wirklich schlafen. Ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch schon mal einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Genießt ihn noch. Denkt, wie gesagt, dran, falls ihr gerne ein eigenes My Time at Porsche gewinnen möchtet. Auf Steam. Dann schreibt bitte in die Kommentare. Und ansonsten drücke ich einfach mal allen, die mitmachen wollen, die Daumen. Ja, wir sehen uns dann das nächste Mal. Macht euch noch einen flauschigen Tag und bye bye.